Dankeschön, Herr Kramny. Markus, hast du das Spiel ähnlich gesehen? Ja, danke für die Glückwünsche. Ich gebe die gerne an meine Mannschaft weiter. Ich glaube, dass wir heute einen hochverdienten Sieg geholt haben, weil wir in der ersten Halbzeit gut gespielt haben, weil wir eine gute Spielanlage gehabt haben, stark verbessert waren, auch zur letzten Woche uns mehr zugetraut haben und das, was wir uns erarbeitet haben, auch sehr gut haben die Jungs auch umgesetzt und waren dominant auch in der Spielanlage und haben immer wieder über außen auch gefährliche Angriffe gestartet, haben das Tor erzielt, was auch hoch verdient war, denke ich, in der ersten Halbzeit und haben dadurch ja, eine starke erste Halbzeit gekrönt. Zweite Halbzeit, klar, wenn du kein zweites Tor machen kannst, dann wird es eng bis zum Schluss und so war es. Wir haben Konter liegen gelassen und der VfB hatte nichts mehr zu verlieren, spielte alles oder nichts und haben wir dann natürlich auch mit Glück und Geschick einen guten Torwart verteidigt, aber das ist auch normal, eben wenn du 1:0 führst im Großen und Ganzen. Bin ich sehr zufrieden heute, bin sehr glücklich auch über die drei Punkte, wenn man in die anderen Stadien und in die anderen Ergebnisse anschaut. Ganz elementar wichtige drei Punkte. Und so machen wir weiter. Die Mannschaft hat jetzt 6 Punkte geholt in 2 Spielen, hat ein deutliches Lebenszeichen gesendet. Ich weiß, dass die Jungs funktionieren, dass sie intakt sind und dass sie auch wieder sehr gut Fußball gespielt haben heute. Stimme ich zuversichtlich für die nächsten entscheidenden Wochen. Dankeschön.